Hallo, liebe Modellbau, es ist schon nach 20 Uhr. Naja, ich bin wieder mal in meiner Werkstatt. Ihr wisst ja, ich bin kein Fernsehgucker. Ich will heute mal den Wagen hier. Da hat mir der Wind, wie gesagt, die Dinger einfach raus hier. Mit Beleuchtung ausrüsten. Also, ich muss ja die in einer Richtung farblich gestalten. Das mache ich jetzt einfach. Dann muss ich das hier rausziehen. Das ist ja wunderbar modular. Da kann sich manch andere eine Scheibe abschneiden. Da hat er gesagt, dann kann ich theoretisch einfach das Ding abnehmen. Hä? Das geht aber nicht. Warte mal. Winfried? Ach nee, warte mal. Der hat gesagt, dann fällt mir die Inneneinrichtung entgegen. So ist es. Bei dem anderen war das doch genauso. Stimmt, das ist ja schon eine Weile her. Aber was ich euch erzählen wollte, Modellbahner, ich war beim Heiko. Der Heiko hatte mich jetzt mal angerufen. Kurzfristig hat gesagt, René, ich habe mit Rolf die Wendeschleifen habe ich also entschärft hat er die. Lass mich jetzt noch nicht raus. Also er hat die Wendeschleifen entschärft, die eine zumindest, das haben wir ausprobiert. Da habe ich eine ganz neue, nagelneue 52 mitgenommen. Vom Tillich, die ist noch nie gefahren. Habe ich aus der Kiste genommen und habe diese dort, also einen Decoder reingesteckt und da war ich dort und haben wir das probiert. Und ja, natürlich ist es so, dass die 52 aufgrund ihrer nur ein Haftachse oder sowas natürlich anfangs auch Probleme hatte aufgrund von dem Alter dieser Haftreifen. Die lag jetzt, ich weiß gar nicht, ich war mal beim Tillich zur Ausstellung, da habe ich die Lok dann als so da irgendwie, weil da was war. So, jetzt habe ich es raus. Und Decoder rein. Die Lok fährt natürlich einwandfrei, aber hat ja nur eine Haftreifen, eine Haftachse. Und da habe ich einfach hinten, ihr seht es im Film dann, haben wir was draufgelegt und dann ist die mit den 12 Wagen, was auch nur sein Bahnhof dort hergibt, was ihr schon mittlerweile gesehen habt, ging's. Wunderbar. Die eine Gleiswendel, die schafft die Lok jetzt wunderbar. Das ist im Prinzip, ich sage mal, mit der schwächsten Lok und längsten Zug soll man die Anlage bauen. So, die andere Wendeschleife, Quatsch, Gleiswendel, die machen sie auch noch, das kommentieren sie auch selbst persönlich. Der Rolf und der Matthias, Quatsch, Matthias, was rede ich denn heute von Stuss? Da Heiko und aber das hänge ich euch jetzt hinten dran, schaut er selbst und in der Zeit, wo ihr Film guckt, mache ich an dem Wagen hier weiter und den zeige ich euch dann mal im nächsten Filmchen. Also, Fakt ist, diese nochmal zusammenzufassen, diese Wendeschleifen beim Heiko sind jetzt entschärft und die andere, also die eine und die andere ist der Gedanke da und es wird gemacht und dann sollte das auch funktionieren. Fakt ist aber auch eins, dass die ganz normalen Tillichloks, so wie sie aus der Verpackung fallen, im Prinzip dieser Belastung nicht standhalten. Der Grund könnte ich mir vorstellen, also auf jeden Fall erstmal das Gewicht. Die 50er Tender, die haben ja, oder was 01 oder 03, dann ist es dasselbe Fahrwerk drin. Die haben ja schon, Gott sei Dank, zwei Haftreifen, zwei Haftachsen. Die 5280 oder 52 Alpe hat ja nur eine Haftachse. Dort wird es problematisch. Könnte man aber eine zweite Haftachse einbauen, das sollte ja nicht das Thema sein, analog der 50. Aber vom Prinzip her gelten die alten, wie soll ich denn das jetzt sagen? Aus den, naja,
Anfang oder Berliner DD-Bahn-Zeiten diese Steigungsformeln mit 2,5% oder 2,5 Promille, also Meter, 2,5 Zentimeter, das gilt nicht mehr. Weil wenn man vorbildliche Züge fahren möchte, dann muss das ganz anders gestaltet werden. Die Radien müssen viel größer sein, also kann man nicht mit diesen kleinen Radien fahren. Das ist einfach so, es ist immerhin Spielzeug und das darf man nicht vergessen, ist einer hohen Belastung unterlegen. Tja, und es ist einfach so, der Tender gibt ja irgendwo das Lichtraumprofil fest oder legt es fest. Und nur dort drin, in diesem Raum, kann man mit Gewichten arbeiten. Also für die 5280 oder 52er, also für den Wandtender generell, lasse ich mir was einfallen. Der Heiko hat gesagt, in ein paar Tagen ruft er mich an, da soll die zweite Gleiswendel auch fertig sein. Da soll ich wiederkommen zum Testen. Und das werde ich dann wieder dokumentieren und werde es euch zeigen. Also, bis gleich bei Heiko an der Anlage. So, liebe Modellbahner, der Heiko, das hatte ich euch gesagt, hatte sich ja gemeldet und hat mir gesagt, sie haben eine Idee, um diese Kehrschleifen dort hinten und diese dort vorne zu entschärfen. Und das haben sie auch gemacht. Und wir haben als Referenzlok eine frisch, fröhlich, frei 52er. Allerdings haben wir schon festgestellt, dass die wirklich zu leicht ist. Mit diesem 12-Wagen-Zug haben wir ein kleines Gewicht hinten drauf gelegt. Und mit der sind wir jetzt eine Runde gefahren und es war gar nicht mal so übel. Oder Heiko, was sagst du? Ja. Es ging. Also hier hinten, der Rolf, der erklärt mir mal jetzt. So, also ihr habt, was habt, das ist dort. Der Punkt ist der Zwangspunkt, den konnten wir nicht verändern. Richtig. Und in der Kurve, weil da die höchste Reibung ist, haben wir gesagt, hier 2 mm weniger Ja, tiefer, genau. hier 4 mm tiefer, Jo. hier 6 mm tiefer. Ja. Hier so um die 7 rum und dann läuft das aus und das haben wir hier haben wir einfach die Unterstützung weggenommen und haben das jetzt hier so wieder aufgeschraubt, damit das Gefälle schon in der Gleishafe anfängt. Genau. Und das hat auch jetzt schon funktioniert bei der Das hat schon, Einfahrt und Ausfahrt. Das haben wir schon gesehen. So, naja, da würde ich sagen, da drehen wir noch mal eine Runde und gucken mal. Die ist ja nur eingefahren. Also ich habe hier eine nagelneue 5280 vom Tillich mitgebracht. Und da haben wir diesen berühmt-berüchtigten 12-Wagen-Zug. Das ist die maximale Zuglänge, was auf der Anlage, also sprich in den Bahnhof geht. Und das sollten die Loks eigentlich schaffen. Aber ich habe die Befürchtung, dass es irgendwo wieder klemmt. Weil die Lok einfach, die hat nur zwei Haftreifen, also auf einer Achse. Und das ist zu wenig. Und dann später schauen wir uns noch diese Geschichte hier an. Aber das dann dazu in der zweiten Sequenz. Also, wir fahren jetzt mal eine Runde und wenn es dann drauf ankommt, dann mache ich die Kamera an. Drauf. Ja. So, jetzt haben wir, vor uns hatten wir hier das Problem, dass die Lok, wir haben jetzt hier mal was draufgelegt, also da läuft sie, weil sie ist vor uns hier in dieser Gleiswendel irgendwo dort hinten, da fing sie an zu rutschen. Man muss dazu sagen, die Lok hat ja nur eine Haftachse, aber es sollte eigentlich sein, dass die 12 Wagen anstandslos zieht. Sie ist auch noch nie gefahren. Jetzt ist mal eine komplette Anlagenrunde gefahren und somit wahrscheinlich auch haben sich die Haftreifen ein bisschen warm gefahren oder akklimatisiert. Und mit diesem Gewicht, Heiko, was sagst du? Ja, da hat die vor uns gehünst. Dort blieb sie vor Die uns hat schon hier stehen. schon gehünst. Guck, vor uns blieb sie stehen und jetzt, man kann es sehen. Mit ein bisschen mehr Gewicht läuft es besser. Ja, aber wo willst du denn hier noch Gewicht reinmachen? Das ist das Problem. Man könnte jetzt dieses Gewicht rausmachen, was dort ist. Und ich könnte mir mal Gedanken machen, wie ich dort vielleicht in den Kohlenkasten ein Gewicht mit einem kleinen Schlitz reinmache, wo der Decoder dann drin sitzt, wie ich es bei der 50er gemacht habe. Und man könnte alternativ noch eine zweite Haftachse einsetzen. Das werde ich mal probieren, Heiko. Das war gut. Und da bringe ich die beim nächsten Treffen mal mit. Genau, und wenn das funktioniert, baust du das in meine 52 Euro ein. Kriegst du Geld von mir. Das ist ja das eine Thema. Aber was eben einfach so störend ist, ist einfach, dass die normalen, ganz normalen Tillichloks diese
eigentlich, was auch die ganzen Medien hergeben, die Bücher und was von Tillich oder TT so steigungsmäßig und so, weil hier ins richtige Gleis mit TT und so, dann stimmt das ja alles gar nicht. Ne? Das muss ja auch auf lange Züge, muss das ja auch zutreffen wie auf kurze Züge. Ist ja logisch. Mhm. Ne? Und, aber jetzt diese Anlage, also jetzt diese Strecke ist sie jetzt gelaufen, ohne zu rutschen. Und jetzt, Rolf, wir beobachten jetzt mal, jetzt hat sie sich warm gefahren, was sie jetzt hier hinten macht. So. Und diese hier hinten, die Kehrschleife, die macht ihr später, habt ihr gesagt. Da wisst ihr ja jetzt, wie ihr es machen wollt. Ne? Das ja, wird das auch ist noch. Ist ein bisschen komplizierter, ist ein bisschen, weil etwas versteckter ist. Ja. Genau. So. Und wenn man dann, Heiko, wenn die dann ihre Runden absolviert hat, dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal die 50er, die das letzte Mal gestrampelt hat, wo schon die Zusatzgewichte drin sind. Wie die sich dort hinten benimmt. Ja. Schauen wir mal. Also merkbar besser geworden, zumindest mit der 52 gesehen. Ja, wir können sie auch gerne noch eine Runde fahren lassen. Nee, lass mal die eine Runde und dann die andere. Dann hängen wir mal die andere dran. Also ich überlege mir mal was, ob man irgendwie in diesen Kohlenkasten, mir fällt da bestimmt was ein, das Gewicht kann man ja rausdrücken, das ist ja bloß neigedrückt. Das Zeug hier oben, das kann man rausmachen und dort eventuell einen kompletten neuen Bleieinsatz und dann macht man eben einfach das, die Kohle oben aus Echtkohle, klebt man dann einfach drauf. Sieht vielleicht sogar noch besser aus. Gibt es ja zu kaufen. Ja. Echtkohle, das gibt direkt was dafür zu kaufen. Ich brauche keine Echtkohle kaufen, da gehe ich bei meinen Schmierfritzen und hole mir Anthrazit. Also ich nehm für meine Dampfloks immer Anthrazit. Das zermahle ich in einer alten Kaffeemühle. Und einmal fahren. Dann siebe ich das fein aus, dass du nicht solche riesen Brocken hast hier, weißt du, diese Höhlblockstelle. Ja, immer an der Heizung. Genau. Strom nimmt die von vorne auch ab, ne? Die nimmt Strom vorne. Die nimmt von zwei Achsen von der Lokomotive ab, genau, und von allen vier Achsen vom Tender. Ja. So, und gut, wir lassen sie jetzt mal die Runde zu Ende fahren. Und na warte mal, da halte ich gleich mal drauf, die kommt ja jetzt und da gucken wir noch, wie sie hier hochkommt. Und im Bahnhof, da halten aber wir sie dann an. Aber du hast gesehen, mit dem Gewicht drauf hat es funktioniert. Aber wir tun hier auch nochmal entschärfen. Okay, ja. Hier machen wir auch nochmal was. Ja, da müsst ihr hier hinten hoch. Da wissen wir aber, woran es liegt, da haben wir schon mal geguckt. Genau. Da ist, wenn du guckst, ist da hier ein Buckel und hier macht es eine Senke rein. Guck mal, wenn du von hier guckst, siehst du das. Siehst du das? Das macht hier nach unten und hier ist ein Buckel. Ja. Und da ist hier oben auch nochmal. Das ist wahrscheinlich durch das Holz gekommen. Mhm. Die Stempel können ja stimmen, aber da müssen wir auch schon was machen. Naja, wenn du es weißt. Ja. So, ja, hier. Haben wir ja schon. Guck, Heiko, so, pass auf, jetzt kommt der Zug. Also, ihr lieben Modellbahner, die 52 kommt an, hier. Wo ist sie denn nun? Aha, hier. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was der Zug macht. Ob er strampelt oder ob er vernünftig durchfährt. Die Lok ist jetzt eine komplette Runde gefahren, also es könnten gute 50 Meter abgerissen worden sein von der Lok. Und die Haftreifen sind warm und es funktioniert. Also mit diesem kleinen Zusatzgewicht, was ca. 6 Gramm schwer ist. Also sollten doch locker 10 Gramm noch in die Lok reinpassen. Das kriegen wir bestimmt hin. Das kann ich euch dann auf meinem Kanal mal beschreiben, wenn ich da eine Idee gefunden habe. So, da halten wir die jetzt an, Heike, oder? Ja. Und, so. Gut. Wir tauschen die Lok, oder? Und fahren jetzt mal mit der. Wollte ich mal machen. Aber okay. Ich muss sagen, es hat was gebracht. Ja. Du brauchst nicht zu sagen, dass ich genial bin. Küsseln du mal. Da, welche Worte? So, jetzt haben wir, der Heiko, wartet mal. Der Heiko hat eine Ware geholt hier. Null. Welchen stellst du jetzt drauf? Das ist jetzt deiner. Deiner. Also eine jungfräuliche Lok. Dein. Was haben wir da? 108 Gramm. So, Moment. 108 Gramm. Mit diesem kleinen, komischen, alten Gewicht hier aus einer 81, da wog er, da wo er problemlos über der Anlage gefahren ist, hat er gewogen 131 Gramm. Also sind das 23 Gramm. Das wird schwierig. Jetzt stellen wir deinen drauf, damit wir auch 108 Gramm haben. Genau. Exakt dasselbe Gewicht. Exaktamente das gleiche Gewicht. Ja, was soll sich denn da ändern? So, und was war das dazu nochmal?
Das waren noch einmal 20 Gramm dazu, 22 Gramm dazu. 23. 18, nee, Quatsch. 108 plus 22 sind 130. Ja, sagst du. Sagst du. Ja, so, ihr Lieben, jetzt haben wir die Lok gewechselt. Und zwar haben wir die 50809 und haben wir die 50849 jetzt nochmal dran, die beim letzten Mal die Probleme hatte, diesen 12-Wagenzug problemlos über die Kehrschleifen zu Kehrschleifen, über die Wände, über die Gleiswendeln zu befördern. Wobei meine 849 schon meine Zusatzgewichte hat aus Blei. Also der Tender ist schon schwerer. Und jetzt haben wir hier hinten diese Gleiswendel ist entschärft. Die 52 mit dem Gewichtel hinten drauf hier. Lief sie drüber. Bei dieser Gleiswendel dort ist logisch, dass es noch nicht geht, weil die noch nicht entschärft ist. Aber das machen die beiden noch. Jetzt fahren wir aber trotzdem mal mit der 50849 eine komplette Runde. Beim ersten Versuch wird es wahrscheinlich nicht klappen. Die Haftreifen müssen auch warm werden. Das haben wir gesehen bei der 52. Heiko, stimmt's? Bei der ersten Runde, da rutschte sie überall. Und bei der zweiten lief es dann, weil die Haftreifen sich eingekullert hatten. Und das machen wir jetzt mal. So, also, und da fahren wir mal los. Ach so, da muss ich umesseln. Also, wir fahren dann mal los. Und wenn es brenzlig wird, dann machst du die Kamera an. So, Heiko, jetzt kommt es drauf an. Ja? Die 50 kommt, also hier über die Anlage, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Liebe Modellbauer, da gab es ja keine Probleme. Hier kommt sie. So, jetzt und hier hinten, das hatte man auch auf dem Film gesehen, tat diese Lok dort hinten in der Kurve strampeln. Mal sehen, was jetzt passiert. Heiko, guckst du ein bisschen mit? Ich guck die ganze Zeit. Und das war's. Warum? Ich guck offen. Aber in der Kurve legt sie wieder los. Und zwar hat sie wieder zugelegt. Hey, es hat was gebracht. Das ist ja jetzt komisch gewesen, ne? In der langen Steigung. Also die Lok quietscht ein bisschen, die muss geölt werden. Da brauchen wir. Die hat's gepackt. Ja. Hat die letztens nicht. Ne, ist richtig. So. So. Also. Ja, kann ich nicht hören, das ist das Problem, wegen hier. Naja, ist mir schon klar. Das ist nicht. Vielleicht war es irgendwas Dreck. Kann auch wieder hinten hier Dreck sein. Wollen wir noch mal eine Runde drehen? Wir können noch mal eine Runde drehen, also fahren wir noch mal los. Man soll es nicht nehmen, gibt man mal den stehen. Eigentlich soll man es nicht nehmen. Aber naja, gut, aber bei Hard Action. Hol dir mal in der Drogerie Isopropanol. Ja, das gibt es in der. Lachen, ich habe zu der Zeiten Ethanol. Kannst du auch nehmen. Ich habe das gekauft, das kriegst du gar nicht in der Apotheke heutzutage mehr. Du kannst auch Benzin vergeltes Ethanol. Ich habe das Zeug, da wollen die genau wissen, was du haben. Warum? Ja, musst du dann mit deinem Ausweis, genau. Na gut, dann lassen wir die gleich nochmal fahren. Du darfst nicht sagen, dass du Sprengstoff bastelst. So. Das hätte ich ja nochmal gemacht. Ja, wie gesagt. Ey, die hat jetzt nicht, es hat was gebracht. Ja, auf jeden Fall haben die Millimeter schon was gebracht. Und dann hat die auf immer noch Schwung gekriegt. Ja. Und dort, wo sie sonst eigentlich stecken geblieben war. Nur meine Frage. Die liegen jetzt im Feld gerade. Bringt das was, wenn man sagt, man hebt das hier ein bisschen an? Bringt das was? Nee. Dass man die in eine Schräglage. Nee, in eine Schräglage bringst du die nicht. Nee, ich würde es, wenn es jetzt funktioniert, würde ich es so lassen. Ach, mal lassen. Ja. Lass es mal. Was vielleicht noch, ich weiß jetzt nicht, wie weit du hier durchkommst. Das ist wirklich arschknapp. Man müsste mal die 132 schon mal durchfahren lassen. Ja, das wissen wir es genau. Jetzt nennen, die hier. Der höchste Lok, eine E-Lok oder so. Oder ein Doppelstockzug. Warte mal. Nee, Doppelstockzug ist niedriger wie die Lok. Mhm. Ja, da können wir ja dann mal gucken. So, also wir lassen die Dampflok jetzt nochmal eine Runde drehen. Mal sehen, was er macht. Und liebe Modellbauer, wir sehen uns dann, wenn es was Neues gibt. Nächste Woche, Montag oder Dienstag. Genau, so, also ihr Modellbauer, wir haben jetzt die Lok nochmals gewechselt. Der eine oder andere wird es natürlich wieder sagen, eine Personenzuglok am Güterzug, aber das geht ja hier ums Prinzip. Das ist eine 35, meine eigene Konstruktion, auch mit dem Tender, da ist auch der neue Glockenanker drin und die Zusatzgewichte. Also mal sehen, ob die diesen 12-Wagenzug ohne Probleme jetzt bewirtschaftet.
in der ausgebesserten Gleiswendel. Genau. Und da fahren wir dann mal los. Und wenn es dann soweit ist, die hängt noch draußen, sehe ich gerade. Wenn das dann soweit ist, wenn es ernst wird, dann zeige ich euch ein paar Bilder. Also, los geht's. Da fahren wir gleich mal los. Fährt die auch los? Sie fährt los. Also. So, wenn es ernst wird, mache ich die Kamera an. Bis dahin.